Die Europäische Union hat am Sonntag in Kairo mit Ägypten ein Abkommen für eine strategische Partnerschaft fixiert. Die dementsprechende Erklärung wurde bei einem Besuch von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit mehreren Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Karl Nehammer, in der ägyptischen Hauptstadt unterschrieben. Die EU stellt dem wirtschaftlich angeschlagenen Land in diesem Zusammenhang zudem bis Ende 2027 Finanzhilfen in der Höhe von rund 7,4 Milliarden Euro in Aussicht. Damit sollen nicht zuletzt die Migrantenströme nach Europa eingedämmt werden. Wir waren ja schon einmal jetzt hier. Wir haben bilaterale Gespräche geführt. Ägypten-Österreich ist jedoch da um ein Abkommen. Eigentlich resultierend aus dem EU-Afrika-Gipfel, wo auch die Kommission aufgefordert hat, dass wir viel mehr uns um den Kontinent kümmern sollen. Und daraus entstanden ist ein Nordafrika-Schwerpunkt, Ägypten und Marokko und darüber hinaus andere afrikanische Staaten. Und Ägypten war damals auch das Ziel, eine Sicherheitspartnerschaft auf der einen Seite zu begründen, auf der anderen Seite aber auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu stärken. Auch das Thema, die nicht in Österreich bleiben dürfen, schneller zurückzubringen nach Ägypten auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber eben auch eine geordnete Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Und Ägypten ist hier zu vielen Kooperationen bereit und ist vor allem auch ein sehr interessanter Markt für österreichische Firmen. Von der Leyen sprach nach der Unterzeichnung des Abkommens von einem Meilenstein in den Beziehungen und hob Ägyptens strategische Rolle inmitten einer sehr schwierigen Nachbarschaft hervor. Your strategic location in a very troubled neighborhood, the importance of our relations will only increase over time. Ägyptens Präsident Fatah al-Sisi nannte den Deal einen beträchtlichen Schritt vorwärts in den gemeinsamen Beziehungen. Der EU-Ägypten-Deal soll die Zusammenarbeit in Bereichen wie erneuerbare Energien, grüne Technologien, Handel und Sicherheit fördern und gleichzeitig in den nächsten 3 Jahren Zuschüsse, Darlehen und andere Finanzmittel bereitstellen, um Ägyptens schwächelnde Wirtschaft zu unterstützen.